Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Bookbewohner. Ihr seid jetzt live mit dabei, hier im Livestream-Mitschnitt sozusagen auf YouTube mit Curious Expedition 2. Das Spiel ist, ich glaube, vor circa 2 Wochen in den Early Access gestartet und befindet sich hier in der 7. Alpha-Version, wenn ich das hier richtig lese. Es ist noch nicht alles im Spiel drin. Es gibt noch Platzhalter, es gibt noch fehlende Inhalte und manches funktioniert vielleicht noch nicht ganz so, wie man das von der finalen Version nachher erwarten kann, aber es ist eben erstmal auch diese Early Access Version und ich wollte mit euch in diesem Livestream mal gemeinsam reinschauen in das Spiel. Nur für einen Livestream, ich denke so nach 3, 4, 5 Stunden haben wir einiges von dem Spiel dann auch gesehen und das reicht auch dann erstmal, weil das Spiel wie gesagt noch nicht fertig ist, aber das wollte ich mit euch gerne mal machen. Ich weiß nicht, warum ich hier schon einen Spielstand habe, ob das noch aus der Demo ist. Die habe ich auf dem Kanal vorgestellt im Übrigen. Die gab es ja mal längere Zeit frei zu spielen. Und da haben wir auch schon einen Einblick erhalten. Da waren aber auch noch viele Platzhalter drin und es war noch sehr beschränkt. Das wird heute ein bisschen ausführlicher sein. Okay. Der Ton ist jetzt etwas komisch, kann aber auch an mir liegen. Also ich habe nichts geändert am Ton. Dann nutzt das YouTube-Money. Ja, selbst dann. Also da muss ich schon ein bisschen sparen, bis ich da was von machen kann. Da bin ich sehr, sehr sparsam. Ich habe ja das Greenscreen-Setup dafür extra geholt. Von dem Geld unter anderem. Also, ja. Und wie ich festgestellt habe, also Twitch, wenn ich das richtig verstanden habe, zahlt also tatsächlich immer mit der 100-Dollar-Grenze aus. Also egal, ob man die einmal überschritten hat und dann 100 Dollar bekommt, man muss warten, bis man nochmal 100 Dollar hat, um das nächste zu bekommen. Und das für so einen kleinen Kanal, das dauert halt wirklich einige Zeit. Von daher, so viel Geld hat man dann auch gar nicht so schnell vorhanden. Bei YouTube ist es, glaube ich, irgendwie 70 Euro die Auszahlungsgrenze. Ich bin aber nicht sicher, ob YouTube dann das als einmalige Grenze versteht und dann monatlich normal auszahlt, wenn man das einmal erreicht hat, oder ob die halt sagen, nee, auch bei uns musst du monatlich auf 70 Euro kommen und dann zahlen wir aus, sodass man 2, 3 Monate warten muss oder was weiß ich, wie viel das dann entsprechend ist. Meine Streamqualität hat sich geändert. Achso, bei Fighter Wings. Da müsstest du vielleicht mal gucken. Oder im Notfall F5 drücken und dieses Browser-Tab neu starten. Ne? Gut, liebe Leute, lasst uns mal starten hier. Also, Curious Expedition 2, ich bin gespannt. Development-Build, wir können hier Bugs direkt melden. Übrigens können wir das auch bei deren Discord hier von den Entwicklern tun, Maschinenmensch. The morally certain are fools. Oh, den Rest habe ich jetzt nicht lesen können. Ah, und es ist erstmal wohl auf Englisch nur. Da müssen wir uns jetzt natürlich noch mit abfinden. Ich kam von einer gewöhnlichen Expedition aus Peru zurück, als wir am Horizont einen aufziehenden Sturm erblickt haben. So, die Mannschaft bereitete sich darauf vor, diesen Sturm zu umfahren. Aber ich habe etwas im Inneren ausmachen können, nämlich Land. Eine Insel mitten im Atlantik, wo es eigentlich gar keine geben sollte, liebe Leute. Oh Mann. Oh nein, Englisch. Ja, das ist für den Streamer immer der Horror. Weil es dauert halt, bis das hier oben übersetzt ist. Ne? Das ist immer, das finde ich immer ein bisschen anstrengend tatsächlich für deutschsprachige Menschen. Also ich habe damit zumindest ein Problem mit Anstrengung, weil ich brauche lange, bis ich das übersetzt habe im Kopf, bis ich das dann sprachlich formuliert habe und das alles während eines Livestreams, wo man eh schon 50 Sachen gleichzeitig hat. Das ist nicht ohne. Im Übrigen sehe ich gerade, ich muss ein bisschen mein Greenscreen noch verschieben. Da ist doch so eine kleine Karte zu sehen. Moment mal. Und jetzt müsste die Kante zu sein. Ja. So. Ja, dann haben wir eine Insel entdeckt. So. Entgegen den Protesten des Kapitäns gab ich den Befehl, direkt auf die Insel zuzusteuern. Ja, wütend, aber folgeleistend steuerte uns die Crew des Schiffes direkt ins Herz des Sturms. Uiuiui, liebe Leute. Der Sturm
wütete mit einer unnatürlichen Wut. Ein merkwürdiger Nebel umfasste uns und Blitze brachen überall nieder. Das Schiff wurde fast von den Wellen verschlungen. Oha. Meine Güte. So. Aber fast als der Tod schon sicher erschien, als unser Tod schon sicher erschien, brachen wir aus diesem Maelstrom, aus diesem unnatürlichen Sturm hervor. Und es war auf einmal alles wieder ganz ruhig. Direkt vor uns lag eine wunderschöne tropische Insel. Mit dem Sturm, der direkt hinter uns lag, bereiteten wir uns vor, hier vor Anker zu gehen und uns anzuschauen, was für Wunder dieses neue Land wohl für uns bereithielte. Interessant. Also es gibt jetzt hier so eine Art umfassende Story, die hier erzählt wird im Spiel. Also das ist schon einer der großen Unterschiede zum allerersten Teil von The Curious Expedition 1, wo es ja keine wirkliche Erzählung gab, sondern wo man die Erzählung rein aus dem Gameplay heraus, aus den Expeditionen heraus, emergent konstruiert hatte sozusagen, wie man das im Fachbereich sagen würde. Und hier haben sie jetzt wohl auch eine Erzählung drumherum gesponnen, die wir jetzt ansätzlich schon sehen. Es geht hier erstmal auf diese Insel. Wir können jetzt hier einen Wegpunkt setzen. Ich finde übrigens grafisch das Spiel, für meine Zwecke sieht es echt gut aus. Auch der Stil, der hier verwendet wird, ist ja so ein bisschen angelehnt an die Comic, an den Comic-Zeichenstil von Tim und Struppi. Ich finde das irgendwie sehr schön, ist aber sicherlich auch Geschmackssache. Da hatte der erste Teil mit seiner Pixelgrafik natürlich was ganz anderes gemacht. Der Vorteil dieser Grafik ist sicherlich, dass man mehr Animationen und Gesichtszüge der Charaktere halt darstellen kann. Mal schauen, wie sich das hier ausgestaltet. Wir sind am Tag 1 und sollen jetzt erstmal hier diese mysteriöse Insel erkunden und ihre Geheimnisse aufdecken. Hier oben rechts, das ist wieder unsere Moralanzeige, 100, beziehungsweise geistige Gesundheit nannte sich das im ersten Teil, die abnimmt, sobald wir hier umherreisen, und zwar um den Wert, den wir hier unten unter dem Hexfeld immer sehen, ne? Also 10, 11 Punkte und wir haben 100, wir müssen also immer wieder mal irgendwo übernachten oder mit Gegenständen das Ganze auffüllen. So, kann ich die hier irgendwie anklicken? Nee, dann marschieren wir doch einfach mal hier auf diese Landzunge. Hier können wir nicht hin. Wir müssen jetzt erstmal hier nach Norden marschieren. So, mit linker Maustaste bestätigen wir das. Diese Figuren finde ich auch lustig, die so wie so kleine Puppen da rumlaufen. So, Sanity, genau, das ist die geistige Gesundheit. Jede Bewegung kostet uns davon etwas. Und es gibt immer Basiskosten für jede Bewegung, die wir durchführen. Und wenn man weniger Bewegung durchführt, dann ist das Ganze effizienter. Also dadurch, dass es Basiskosten gibt, wenn ich jetzt mit 5 Einzelbewegungen hier oben rechts zum Beispiel hinlaufe, dann kostet das mehr, als wenn ich in einer großen Bewegung dahin laufe. Also da kann man schon ein bisschen quasi mit taktieren und muss sparsam, möglichst sparsam umgehen. Man sieht hier, das kostet uns zum Beispiel 20 geistige Gesundheit nach hier oben zu marschieren und 7 hierhin und 11 hierhin. Also das wird immer teurer, umso mehr Züge ich quasi verbrauche. Kann natürlich sein, dass wir irgendwie auf feindliche Tiere oder irgendwelche anderen Gefahren treffen, wenn wir hier durchmarschieren. Und also man muss sich immer genau überlegen, wie weit man wirklich ziehen will mit seinen Leuten. Aber ich denke, wir ziehen jetzt hier erstmal maximal weit bis hier oben, sage ich mal. Bis dahin, genau. Marschiert, meine Recken. Wunderbar. Was ist das für ein Zylinder auf dem Schiff? Gute Frage. So, wir haben einen Ort gefunden, einen unbekannten Ort. Der Zylinder ist es, ein Kessel-Extruder. Also wir befinden uns hier relativ spät, glaube ich, im 19. Jahrhundert. Da gibt es, soweit ich das weiß, wirklich so Hybridschiffe, die schon mit Kohle betrieben werden, aber eben auch noch mit Segeln angetrieben werden. Genau, die Laufanimation finde ich auch sehr, sehr putzig. So, jetzt können wir hingehen und uns diesen Ort mal genauer anschauen. Wenn wir innerhalb von 2 Tiles, also innerhalb von 2 Hexfeldern hier ranziehen, dann können wir aufklären, worum es sich hier handelt.
Ja, ich denke, wir ziehen mal. Wir kommen ja gar nicht hier durch. Wir ziehen mal direkt hier rein. Ja, los. Auf geht's. So, ein bisschen was wird aufgeklärt immer. Und wir haben ein Schiffswrack entdeckt. Ein altes Schiff. Faszinierend. Wie zum Teufel ist das hier hingekommen? Gute Frage. So, wir können jetzt direkt neben das Schiffswrack gehen, um es zu erkunden. Und jetzt dürfen wir hier mit dem Button, das ist hier dieses Buchsymbol, finde ich auch irgendwie cool, können wir das jetzt genau erkunden. Das kostet jetzt, glaube ich, keine weitere geistige Gesundheit mehr. So. Ja, ich mache da eine erstaunliche Entdeckung. Das Wrack sah aus wie ein altes britisches Marineschiff. Aber ich musste mich irgendwie fragen, also wie ist das denn überhaupt da hingekommen, ne? Dieses uralte Wrack. Ja, mit jedem Schritt, den wir hier auf dieser merkwürdigen Insel machten, schienen wir ein neues Mysterium hier zu ergründen. So, unsere drei Leute, die durchsuchen jetzt natürlich erstmal das Schiff. So, wir testeten die verrotteten Planken erstmal vorsichtig aus, bevor wir überhaupt dort hineingingen und führten dann eine wirklich, komme ich gerade nicht auf den Begriff, na, wie immer, wenn man übersetzen möchte, eine durchgehende, nein, eine, falsches Wort, ich und meine englische Übersetzung manchmal, eine umfassende Inspektion des Schiffes durch, meine Güte. So, nach einer gewissen Zeit fanden wir einige Gegenstände, die uns von Wert erschienen. Wertvoll erschienen. So, wir können jetzt alles mitnehmen. Immerhin ein Erste-Hilfe-Kit, zwei Stück sogar. Und 20 Schokolade, die gibt uns geistige Gesundheit zurück. Das kennen wir schon aus Curious Expedition 1. So, und jetzt wird uns nämlich hier als erstes das Inventar angezeigt. Ein Dead End, also eine Sackgasse. Wir sollten jetzt hier unser Dynamit benutzen. Das hat die Reichweite von 2, Radius 0. Und jetzt können wir das hier auf dem Berg anwenden, um uns hier durchzusprengen. Bums! Okay. Nichts wird sich uns in den Weg stellen. Finde ich auch gut, dass die hier die Geschehnisse so ein bisschen kommentieren. Ja, 6 Dynamit haben wir noch. Da sollte man mit diesen Gegenständen immer sehr sparsam umgehen, erfahrungsgemäß. Da man natürlich nicht weiß, was man hier noch Verschiedenes entdecken wird. Wir könnten jetzt hier auch anfangen, ein bisschen Schokolade zu benutzen. Denn wir haben ja nur noch 59 geistige Gesundheit. Tja, wollen wir eher in den Süden erkunden gehen oder in den Norden? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage hier. Vielleicht marschieren wir hier erstmal in die Mitte und schauen uns das nochmal genauer an. So, wir wandern hier durch diese gesprengten Berge und hier drüben stoßen wir auf Eingeborene. Interessant. Eine kleine Gruppe eingeborener Menschen eilten zu unserem Ort hier. Sie wurden wohl angezogen von dem Lärm des Dynamits. Ah, oh je. Ist das ein guter Einstand für das erste Bekanntmachen hier? Sie sahen schockiert aus. Ach so, nee. Sie sahen genauso schockiert darüber aus, uns zu sehen, wie wir sie zu sehen. Als wir uns dann aber ein paar Momente davon erholen konnten, verlangten sie zu wissen, wer wir denn seien und wie wir hier hingekommen sind. Wir könnten jetzt hier die Wahrheit erzählen, dass wir irgendwie mit dem Schiff gekommen sind, oder wir könnten die versuchen, ja, so ein bisschen einzuschüchtern und unsere große Magie mit großer Magie angeben, die wir angeblich besitzen. Aber ich denke, wir sind hier ehrlich unterwegs. Wir sagen die Wahrheit. So, es gibt hier ein Standing bei den Eingeborenen. Das gab es im Vorgänger auch schon. Also ein
ja, wie gut die uns mögen quasi, wie unser Standing bei denen ist. So, das ja, ist quasi unsere Reputation mit den Einheimischen. Indem wir mit Gesten und freundlicher, ja, freundlicher Gestik und Mimik uns hier verständlich gemacht hatten, war ich in der Lage, die Einwohner zu beruhigen und ihnen zu zeigen, dass wir einfach nur normale, gewöhnliche Reisende sind. Sie hießen uns willkommen mit freundlichen Lächeln. Ja, das ist doch schön. Wunderbar. Nach einer kurzen Zeit wollten sie dann weiterziehen, bevor sie uns verließen, gaben sie uns noch detaillierte Instruktionen, wie man zu ihrem Dorf gelangen würde und luden uns auf einen Besuch ein. Ah, cool. Da drüben ist ihr Dorf. Wir haben also jetzt auch Erfahrung bekommen. Wie das mit dem Erfahrungssystem läuft, das werden wir sicherlich auch noch gleich sehen. Wir haben nur noch 48 geistige Gesundheit, liebe Leute. Und mein Stream ist schon wieder rot. Warum ist der das? Wow, 3146. So, Fighter Wings ist raus und Extruder ist der auch im Lurk? Ja, genau, Extruder und Fighter Wings lurken ein bisschen. Dann viel Spaß im Lurk-Modus, ich weiß Bescheid. Ja, eine erhöhte Position, da können wir natürlich besser sehen, aber das kostet uns auch mehr Punkte. Geistige Gesundheit wird überbewertet, ja, dass das Kutulichen sagt, das ist mir schon klar. Der Stream läuft, ich weiß, er läuft noch, das ist immerhin gut. Komm, wir marschieren mal hier hin. Ich will jetzt hier nicht zu viel geistige Gesundheit ausgeben. Aber ihr seht schon, wir müssen bald mal hier übernachten gehen und sollten da mal die Einheimischen fragen. Die mögen uns ja ein bisschen zumindest. Mal gucken, was sie uns hier erzählen können. So, wir nähern uns dem Dorf. Na klar. Die Quali schwankt, ja. Extruder, das sehe ich jetzt auch gerade. Es ist gerade wieder rot. Ich kann es nicht ändern. Es ist irgendwie heute der Wurm drin mit der Verbindung. Ich habe es ja schon mal neu gestartet. Es schien dann besser zu sein. Jetzt wieder nicht mehr. Es tut mir leid, aber ich kann daran wohl offensichtlich nichts ändern. So. Wir näherten uns mit Vorsicht, aber sie hießen uns mit offenen Armen willkommen. Ah, es sah so aus, als wenn sie bereits von unserer Ankunft gehört hätten im Dorf. Sie sahen gar nicht so schockiert aus von unserem fremd aussehenden Erscheinungsbild, als wir das eigentlich erwartet hätten. Man könnte auf die Idee kommen, dass wir vielleicht gar nicht die ersten fremden Besucher auf dieser Insel waren. Das könnte natürlich sein. So, da wir kein Standing von 3 haben, also unsere Reputation nicht hoch genug ist, können wir uns nicht mit deren Anführer unterhalten. Wir könnten ein bisschen handeln gehen. Gucken wir mal. So. Aha, da zeigen sie uns, was sie mit uns handeln wollen. Gucken wir doch mal, ob da was geht. Biete ihnen weitere Gegenstände an, um auf ein Standing von 3 zu kommen. Schokolade würde ich gerne selber behalten. First Aid Kit weiß man auch immer nicht, wofür es gut ist. Vielleicht ein bisschen Dynamit. Ja, geben wir ihnen mal ein Dynamit hier, warum nicht? So, wir könnten... Ah, hier sind auch Sachen im Sale, also die hier günstig angeboten werden. Ein wundenverschließender Pilz wird angeboten. Also hat Heilungsfähigkeit. Dann Coca-Blätter. Und hier gibt es Mangos. Die sind hier besonders günstig. Süße Mangos. Lecker. Aber sie werden schnell... sie sind schnell verdorben. Ein Native Trinket, also hier so ein Amulett von den Einheimischen. Das ein sehr gutes Geschenk abgibt hier für unsere Mitglieder, könnten wir das zum Beispiel nutzen. Eine Fackel.
Ja, um dunkle Orte zu erleuchten oder Dinge anzuzünden. Könnten wir eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Vielleicht geben wir ihnen tatsächlich noch ein bisschen Schokolade ab. Aha, und dann bekommen wir ein Standing. Das ist hier durch diese Abschnittsbalken angezeigt. Also zwei Schokolade, ein Dynamit gegen eine Fackel. Ups, das wollte ich nicht. Dann würden wir hier auf Standing 3 kommen. Ich denke mal, das werden wir machen, liebe Leute. Handeln wir das. Und dann können wir gleich auch mit deren Anführer uns treffen. Weil das Verschlusssymbol war noch da. Vielleicht ist das ein Bug. Schreibe ich mir, glaube ich, gerade mal auf. Oder gleich, wenn der Stream, wenn die Folge zu Ende ist, schreibe ich mir das mal auf, weil ich glaube, das war ein Bug. So, also ich schlenderte in die, in das Zelt oder in die Hütte, wo der herrschende Rat seine Anhörungen abhält oder abhielt. Der Älteste kam nach vorne und begrüßte uns mit einem warmen Lächeln. Wir durften eine Anfrage quasi stellen. Wir können jemanden rekrutieren. Ich fragte, ob es womöglich wäre, jemanden zu bekommen, der mutig genug wäre, um Ruhm und Ehre zu erlangen. Wir könnten hier Sahi rekrutieren. Oder Hovisoro. Das sind zwei Frauen. Sahi ist eine örtliche Priesterin. Und Hovisoro ein Scout, also eine Pfadfinderin, die also vorausschreitet und Dinge aufklärt. Die hat hier bestimmte Würfel dabei, zwei Flank-Würfel und zwei Cunning-Blow-Würfel. Damages Enemy Shields bei 15, also beschädigt gegnerische Schilde um 15 und erhöht den eingehenden Schaden der Gegner auf 30%, deswegen hier flankieren. Und Cunning Blow beschädigt auch die Schilde um 10. So, das ist der Scout. Und der Priest oder die Priesterin hat heiliger Schrecken. Aha, dreimal. Und ich weiß nicht, was Reckoning ist. Heiliges sowieso. Ah ja, das reduziert den gegnerischen Schaden um 26% und 20%. Also sie ist quasi ein Debuff. Charakter für die Gegner und der Scout tatsächlich eine Schadensfrau, eine schadensdealende Aufklärerin. So, wir haben die Aufklärerin jetzt hier rekrutiert. Das ist schon mal ganz gut. Ich gebe ein bisschen Schoki ab, ja? Darkwalker, natürlich. So, unser Anliegen wurde uns bewilligt und ich verneigte mich vor dem Rat und ließ sie weiter ihre Angelegenheiten machen und verließ wieder die Hütte. So, wir sollen uns ausruhen, um wieder geistige Gesundheit zu regenerieren. Das kostet 2 Reputation, aber das müssen wir machen, denn wir haben nur noch 24. Das ist sehr sinnvoll. So, wir bereiteten unser Hab und Gut aus und bereiteten uns darauf vor, die Nacht hier bei den Einheimischen am Lagerfeuer zu verbringen, liebe Leute. So, ja. In dieser Nacht für diese Nacht haben die Dorfbewohner einen Ritualtanz geplant, der wohl, so weit wir das sehen konnten, als eine Art Ruhigstellung oder Beruhigung für die Götter dienen sollte. Sie nannten diese Gottheiten die Palikao, ein fremdes, eigenartiges Wort, das uns sehr für unsere Zungen, also für unsere Sprache sehr fremd erschien. Offenbar waren diese Götter die Erbauer von großen magischen Artefakten. Okay. So, ich wurde eingeladen, ihrem Tanz beizuwohnen und daran sogar teilzunehmen, um die großen Erbauer zu ehren.
Ich habe das sehr sorgfältig abgewogen. Wenn ich das ablehnen würde, könnte ich sie vielleicht verärgern. Aber ein falscher Schritt bei diesem Tanz könnte eine noch größere Beleidigung nach sich ziehen. Wir können jetzt hier... Wir brauchen jetzt hier eine grüne Würfelseite. Und wir würfeln, glaube ich, 3 von diesen 4 Würfeln, die oben angezeigt sind, wenn ich das sehe. Ich bin mir nicht sicher. 33% heißt 33%, dass wir grün würfeln. Und wir brauchen aber nur einen von den 3 Würfeln. Und der 4. Würfel würfelt sowieso nur rot, wie es aussieht, ne? Ein Drittel mal 3. Das ist eigentlich nicht schlecht. Wir probieren das mal. Aber wir haben versagt. Ja, ich tat mein Bestes, dem zu folgen, was die Dorfbewohner taten, aber meine Füße waren für den Dschungel gemacht und nicht für den Tanzsaal. Nach ein paar unbeholfenen Schritten stolperte ich und fiel. Die Ureinwohner dankten mir für den Versuch und lachten darüber. Es sah so aus, als wenn ich sie gar nicht irgendwie beleidigt hätte. Okay. Und sie gaben mir sogar ein Geschenk, um mir den Respekt ihren Göttern gegenüber zu zeigen. Okay. Ah, wir haben jetzt einen Speer bekommen. Den können wir direkt ausrüsten. Uiuiui. Den dürfen wir direkt ausrüsten hier. Warte mal. Klick. Hä? Moment, kann er den nicht ausrüsten? Ach, sie soll den ausrüsten. Ich hatte sie gar nicht angewählt. Ich war gerade irgendwie Brain AFK, sorry. Gut. Ich glaube, Astahalo, Big Game Hunter, also die jagt große Tiere übrigens. Und Etienne Maisonnet ist ein Anthropologist. Aha. Der könnte doch mal die Fackel nehmen, würde ich sagen. Nee, oder auch nicht. Okay, sollen wir wohl nicht machen. So, ja, die nächtlichen Aktivitäten waren abgeschlossen und wir machten uns bereit, hier eine ruhige Nacht zu verbringen, bevor wir einen ruhigen Abend zu verbringen, bevor wir uns in unsere ja, Schlafsäcke oder in unseren Schlafrollen zurückzogen oder zurückziehen wollten. Gut, wir schlafen, liebe Leute. So, mein Stream ist gerade auf 0 runtergegangen. 6000 verworfene Frames. Juhu! Hat wohl keinen Zweck gerade. So. Ja, wir warteten oder wir blieben dort mehrere Tage im ziemlichen Komfort. Das schien die Eingeborenen nicht weiter zu stören, aber wir haben natürlich jetzt hier nur noch ein Standing von 1 und wir könnten jetzt noch ein weiteres Mal hier Zeit verbringen, aber wir können jetzt machen, was wir möchten. Ja, aber ich denke auch ein weiteres Mal hier verbringen. Das sorgt zwar für ein bisschen Skepsis bei den Dorfbewohnern, aber ich denke mal, für uns ist das hier wirklich nicht schlecht, noch einen weiteren Tag zu verbringen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich muss mich jetzt erstmal um die Streamqualität kümmern. Irgendwie ist das hier doof. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Das war's mit der ersten Folge mit Curious Expedition 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.